Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zum ersten Dance Talk. Und zwar möchte ich in diesem ersten Dance Talk über ein Thema reden, was mir schon wirklich sehr lange auf dem Herzen liegt. Und zwar, am wichtigsten bei YouTube ist mir ja die Interaktion mit euch als Zuschauer. Also Klicks, Likes und so ist mir alles natürlich auch wichtig, aber am allerwichtigsten sind mir eigentlich die Kommentare und mit euch in den Austausch zu gehen. Also das Feedback von euch zu bekommen und einfach die Sachen mit euch zu teilen oder auch mit euch zusammen zu erleben. Und jetzt gibt es da leider ein Problem, was schon sehr lange ein Problem ist. Und zwar werden ab und zu Kommentare einfach gelöscht. Und zwar nicht von mir, sondern von YouTube. Also ich habe es bei YouTube so eingestellt, dass potenziell unangemessene Kommentare nicht veröffentlicht werden, sondern mir auf eine Liste, auf mein Dashboard bei YouTube gelegt werden, damit ich die denn nochmal überprüfe, ob die wirklich unangemessen sind oder ob man die einfach freigeben kann und dann klicke ich auf Freigeben und dann ist der Kommentar auch ganz normal öffentlich unterm Video. Das funktioniert auch ganz gut, das muss ich leider machen, weil es gibt immer ab und zu irgendwelche Trolle, die irgendwelche komischen Sachen schreiben und ich hatte auch jetzt nicht nur einmal den Fall, schon ein paar Mal öfter hatte ich den Fall, dass man wirklich Kommentare löschen musste und die einfach unangemessen sind, ja. Ist ja auch nicht so schlimm, wir sind im Internet, das trifft mich jetzt nicht, ist egal. Das Schlimme daran ist aber, dass es ab und zu Kommentare gibt, und zwar sehe ich das auf dem Handy, dass ein Kommentar gekommen ist. Ich kann die ersten drei Zeilen lesen und es ist ein ganz normaler Kommentar. Wenn ich dann aber raufgehe, ist er nicht mehr unter dem Video zu sehen und auch auf diesem Dashboard unter dieser Überprüfen-Kategorie ist er auch nicht mehr zu sehen. Was bedeutet, YouTube löscht diesen Kommentar einfach so und meines Erachtens ist dieser Kommentar nicht anstößig oder nicht unangemessen, es sei denn, der Kommentarschreiber schreibt am Ende des Satzes, was ich eben nicht lesen kann in dieser Vorschau, nochmal ein krasses Schimpfwort oder so, aber das glaube ich nicht, das passiert wirklich immer öfter und ich will einfach nur mal sagen, das ist nicht meine Schuld, ich kann da wirklich wenig gegen tun, ich habe mich auch schon belesen und so, das Problem gibt es öfter, bei anderen Kanälen auch und ja, da kann man wirklich wenig gegen tun. Es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Wenn du auch schon mal einen Kommentar geschrieben hast, der dann auf einmal weg war, dann ist das wahrscheinlich so ein Fall gewesen. Und ja, ich finde sowas sehr schade, weil wie gesagt eben, die Kommentare sind mir eigentlich das Wichtigste. Und ja, das wollte ich eigentlich nur mal kurz ansprechen. Wie gesagt, Dance Talk ist immer nur ein ganz kurzes, kleines Video, wo ich Sachen anspreche, die mir auf dem Herzen liegen. Wie jetzt zum Beispiel das mit den Kommentaren, nochmal kurz, wenn die verschwinden, es ist meistens nicht meine Schuld, es ist eigentlich fast nie meine Schuld, ich finde das wirklich traurig und ja, das ist ein Dance Talk Video gewesen, ich glaube, das reicht soweit, wie gesagt, immer nur ein, jetzt sage ich zum zweiten Mal nochmal, immer nur ein kleines Update oder eine kleine Information, eine kleine organisatorische Information, wie auch immer, zu dem Channel, zu mir, zu euch, wie auch immer. Ich denke mal, das ist auch okay. So kleine Videos kann man auch mal machen, oder? Mir hilft es auf jeden Fall, wenn ich sowas mal einfach auch nicht weitertragen kann. Schreib gerne mal deine Meinung dazu in den Kommentaren. Und ja, hoffentlich werden sie nicht gelöscht. Bis dann, ciao.